Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Train Simulator 2019. Wir befinden uns heute auf der frisch erschienenen Strecke Inselbahn Stralsund-Sassnitz und genau damit wunderschönen guten Tag, Lokführer. Sie werden auf einem Abzweig der RE9 Hauptstrecke fahren. Zwischen Sassnitz und Lietzow ist ein Shuttlezug in Betrieb. Abedara fährt nach Ostseebad Binz. Das ist ein sehr ruhiger Ort. Es sollte also keine Verspätung geben. Genießen Sie den Sonnenuntergang. Das werden wir tun. Drücken einmal gerade kurz die Einstiegsmelder, merken mal schon die Türen auf und fangen an, unseren Zug mal langsam so ein bisschen fahrbereit zu machen. So, müsste jetzt eigentlich... Sollte echt passen, ne? Genau, wunderbar. Dann müssen wir nochmal hier so ein bisschen das zurücknehmen, damit wir hier nicht gleich lospreschen wie so ein Irrer. So. Und dann können wir uns ein bisschen anschauen. Genau, das ist eine frisch erschienene Strecke, die es bei Steam gibt. Haben wir denn eigentlich hier... Ne, haben wir nicht, gell? Ne, okay, wir können das nicht irgendwie... Ne, unser Doppelstockwagen hat das. Also wir fahren heute eine Baureihe 143, die wir vorne sehen. In der Kombination mit drei Doppelstockwagen. 1, 2, 3. Ja, das sind tatsächlich drei. War nur so eine erste kleine Schätzung von mir. Aber dann passt das ja ganz gut. Genau, das ist das, was wir hier fahren. Rollmaterial wird auch mitgeliefert. Eine Baureihe 120 mit Intercity-Wagen. Und, glaube ich, noch ein bisschen Güterverkehrskram-Gedöns. Ne? Ansonsten mal ganz kurz die Strecke angeguckt. Wir befinden uns jetzt hier in Sassnitz am nördlichen Abzweig der Strecke. Das sieht ein bisschen größer aus hier. Achso, das ist eher wahrscheinlich Rangier. Okay, das ist eher so Ziel für Güterfahrten. Genau, wir fahren jetzt hier um den kleinen Abzweig bis hier und die große Hauptstrecke befindet sich dann eben hier. Die können wir dann vielleicht mal irgendwie die Tage mit dem Intercity abfahren. Das müssen wir mal schauen. So, genau, würde sagen, wir steigen gerade mal ein. Warten mal ganz kurz, bis die, wo wir steigen, nicht ein, weil ich nicht weiß, wenn die Türen zu sind. Haha. So, mein Weg, der Nahverkehr in Schleswig-Holstein. Okay. So, also genau, das ist jetzt hier jemand, der, Führerstand unserer Baureihe 143. Wir können es nochmal ganz kurz reinsetzen. Das ist hier der Steuerwagen. Genau, so sieht das Ganze aus. Bleibe aber hier vorne, ne? Türen zu, wunderbar, wir haben Abfahrt. So, dann würde ich sagen... Es ist ein bisschen kompliziert, weil wir haben jetzt nämlich hier die Möglichkeit irgendwie... Ich finde das mal, ich finde das ein bisschen kritisch hier, ehrlich gesagt, mit dem Steuer. Also man stellt jetzt hier irgendwie die Geschwindigkeit ein und dann... Dann zieht er hier ab, hoffentlich, einigermaßen. So, wir müssen auf 70 hoch. Ach genau, die PCB will auch was von uns. Gut. Das habe ich soweit jetzt verstanden. Okay, gucken wir, ob wir einigermaßen ohne den Kram da unten klarkommen. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Genau, man kann jetzt diese Leistung hier erhöhen. Aber, ich sag, das fühlt sich ein bisschen hakelig an. Ich finde es echt nicht so geil vom Fahrverhalten. Man kann es bestimmt auch noch anders steuern, aber das habe ich jetzt so auf den... ersten Blick leider nicht wahrgenommen. Naja, gut. Wir werden es, glaube ich, hoffentlich vielleicht irgendwie überleben. So, Siefer drücken wir auch mal schnell. Glaube ich, kann ich die Leistung so ein bisschen... Das ist, glaube ich, in Bahnhofsnähe so ein bisschen runternehmen, aber ansonsten kann man da schon ein bisschen stärker beschleunigen. Das sieht aber auch nur auf dem Instrument so krass aus. Also in Wirklichkeit geht es ja einigermaßen. Okay. Dann hoffe ich, kriegen wir das hin. So, der Fahrgäste, herzlich willkommen hier im RE9. Unser nächster wird sein Lanken auf Gleis 1. Wir wünschen eine angenehme Reise, bla bla. Habe ich denn das? Ja, habe ich angehabt. Okay. Es wird ein bisschen dunkel hier. Ja, sie war es auch noch da, genau. Hoffe, dass wir das alles irgendwie... Das sind jetzt nicht so stark verzettelt irgendwie. Aber da kann man schon ein bisschen Leistung drauf, gell? Ja, aber am Anfang ist es halt schon krass, wenn er da so stark loslegt. So, wir haben sehr alte Signale hier, das habe ich gerade alles schon mal erzählt. Ja, leider. So, da hat das Spiel dann nicht mehr mitgemacht. Ich hoffe mal, dass wir das einigermaßen hinkriegen. Ja, du bist auch noch da. So. So. Dann gucken wir mal. Können wir hier nochmal ganz kurz so drücken und dann schauen wir mal. Vorne dürfte gleich, genau, dann haben wir unser Vorsignal. Nehmen wir mal ganz kurz hier mal, ne? Nehmen wir mal runter von der Leistung. So. Das kommt nicht auf nix, gell? Oh, da rollen wir aber ganz schön langsam. Warum rollen wir denn so langsam?
Der soll mal ein bisschen zügiger rollen hier, du. Kann ja nicht sein. Hat da etwa jemand vergessen, die Bremse zu... Nein, hat natürlich niemand vergessen, die Bremse zu lösen. Niemand würde das vergessen. Da kann man natürlich die Leistung auch dementsprechend ein bisschen limitieren. So sehr gefahren gestern der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und hier sieht man so ein bisschen, dass der, hier sieht man, dass der, weiß ich nicht, also dass so die, der grafische Effekt hier auf der Map ein bisschen anders ist. Also da hat man so ein bisschen hier so ein Dingseffekt. Also ich habe mir gar keine extra Grafik mal installiert. Das ist tatsächlich irgendwie, hier in der Strecke so eingestellt, dass die Lichter so einen gewissen, Flair haben. Ja, ich bin Flair und ich habe Licht. Nee, Quatsch, so. So, können wir hier, gut, wenn wir mit der Lok ein bisschen drüber rausschauen, ist ja auch nicht so schlimm. So, und einmal auf die Tür, dann werde ich einmal ganz kurz hier ab und an mal, ne? Sieht auch gar keiner. So, das haben wir hier unsere bei... Achso, das ist der Kollege. Hä? Nee, das sind wir. Könnte ich die Türen aufmachen? Ich würde sie hier. Bin ich zu weit? Die Türen sind anscheinend offen. Nee, sind sie nicht. Hä? Warte mal, jetzt bin ich aber stark verwirrt. Ich bin noch am Bahnsteig. Vorne und hinten einigermaßen. Der Kollege fährt los. Tatsache, und das bin ich. So. Warum kriege ich die Türen jetzt nicht auf? Warte mal. Das kann jetzt aber nicht sein. Zugtüren frei. Okay, warte mal. Muss ich jetzt einen Zentimeter nach hinten oder wie sehe ich das? Warte mal. Kann aber nicht sein, du. Hä? Ich bin stark verwirrt. Oder ich muss ein Stück nach vorne mit der Lok. Ah, jetzt... Ja, natürlich. Jetzt ist es in Ordnung. Gut, dann macht halt, was er wollt. Gut. Ich darf mit der Lok nicht ein bisschen drüber rausstehen. Das habe ich jetzt festgestellt. Gut, den Power Limiter lassen wir mal ein bisschen so. Gut, sehr geehrte Fahrgäste. Wir fahren nur mit einer Verspätung von 2 Minuten los. Grund dafür sind, keine Ahnung. Ich will es gar nicht sagen. Ich habe da neulich wieder so eine... Ach, das ist... manchmal ist Bahnfahren tatsächlich ein bisschen stressig, so. Vor allem, wenn das nicht funktioniert, wenn man fahren möchte. Das ist dann immer so ein bisschen... Achso, ich darf gar nicht so schnell fahren, ne? So, wegen der PZB, genau. Sonst macht er mich gleich, wups, sonst darf ich mich befreien. Und jetzt gucken wir, was wir da vorne Schönes haben. Das sieht... Es ist nur ein Hauptsignal, oder? Ja, es ist grün und gelb, es ist nur ein Hauptsignal, glaube ich. Da müssen wir mit 40 fahren. Auch jetzt 50 sind, okay. Wir haben 40 eingestellt, die sind auch nochmal geknuddelt hier und dann... Genau, es war nur ein Hauptsignal, so. Ach, das ist gar nicht hier die Strecke. Okay, das heißt, wir werden jetzt eingleisig. Boah, ich brauche das echt, sorry, es tut mir jetzt echt leid. Heute ist, also den Zug, den kriegst du anders nicht wirklich gescheit gefahren. So, so beschleunigt auch einigermaßen. Dann brauchen wir nicht so viel Leistung da drauf geben. So, Sagat, okay. So, nochmal hier gedrückt und dann kann man vielleicht ein schönes... Oh, das sieht ja knuffelig aus hier, ne? Nein! Oh, ich hab's bestätigt. Haha! Da habe ich noch im richtigen Moment hier die SIFA nochmal gedrückt. So, jetzt muss ich nur nochmal wahrscheinlich hier runter. Und dann nochmal hoch. Nee, tatsächlich nicht. Ich hätte noch mehr machen müssen. Was machen wir denn jetzt? Ah, doch, guck mal, wir werden schneller. Schick. I like. Dann haben wir doch die Zwangsbremse einigermaßen abgewendet. Ich lasse das jetzt mal so. Ich habe echt Angst. Das wird sonst hier, geht sonst echt schief. Jo, dann haben wir das alles hier. Hoffen wir, dass das hier gelöst. Sollte gelöst sein, genau. Ein gelöstes Problem. So, in 2 Minuten sind wir schon in unserem nächsten Halt. Okay, die Frage ist, wie sich das bergab verhält. Bremst er da mit oder muss ich das selber machen? Er bremst nicht mit. Okay. Ich hätte das aber gerne mit der elektrischen Bremse. Haben wir sowas? Ja, SIFA. Okay, ich
bremse einfach, ne? Sonst geht ja noch was schief hier. Kann ja nicht sein. So. Nee, du beschleunigst mir bitte nicht hier, du. Das mache ich absichtlich mit dem Bremsen. So, 50 haben wir auch da vorne. Dann machen wir uns einigermaßen. Ach, heute klappt es irgendwie nicht wirklich mit dem Fahren. Das tut mir eben echt leid, aber... Ah, das ist hier irgendwie alles neu. So, oh, 50. Haben wir die irgendwie angekündigt bekommen? Nee, doch bestimmt, aber... Ist einfach übersehen. So. Ja, die bisschen Punkte da. Ich brauche keine Punkte. Es ist ein Karriereszenario, aber... Er braucht Punkte. Also in Flensburg sowieso nicht, aber... So. So, sehr gefahren gestern. Nächster Halt, Sagat, der Ausstieg. Achso, weiß ich noch gar nicht. Ich brauche noch gar nicht ansagen. Was mit dem leichten Gefälle? Wäre halt irgendwie mit einer elektronischen Bremse gescheiter. War nicht so was hier, wo... Ja, das, genau. Zugbremse, direkte Bremse. Nee, ich lasse es mal besser. Ich hab da, das wird sonst nix. So, jetzt müssen wir bis auf den Bahnhof nach vorne einbremsen. Ja, Ausstieg fahren Richtung rechts. Gut, so viele Möglichkeiten haben wir anscheinend nicht, aber... Ich fahre, glaube ich, ein bisschen langsam so, aber ich... Ich will die Strecke ein bisschen angucken, ne? Sieht so knuffelig aus mit den ganzen... Mit dem Sonnenuntergang, so tief auch nochmal gedrückt. Ja, ich hoffe mal, dass jetzt nicht allzu schlimm ist heute. So, und ganz wichtig, wir müssen mit der Lok innerhalb des H-Dings sein, sonst kriegen wir da einen auf den Deckel. So. So. Tatsache, okay. Wie sieht's denn hinten aus? Da sind wir jetzt auch... Okay, ah, es ist also genauso hier für eine 143er und drei Doppelstockwagen. So sieht das aber auch gut aus. So kann man das, glaube ich, auch machen. Ach ja. Jo. Ja, wir stehen jetzt hier. Warten mal ganz kurz auf die Leute. Ansonsten, wir haben jetzt ja nicht allzu viele Stationen mehr. Ich mach nochmal, sorry. Ignoriert das jetzt einfach. So. Vorher habe ich nämlich eine schöne Speicherverletzung bekommen und das muss mir jetzt ja nicht nochmal die Aufnahme verhageln. Ich lasse das... Oh, mal drin, wollte ich gerade nämlich schon sagen. Das mit dem Manual fand ich ganz cool. Das hätte ich gerne auch irgendwie so generell selber gemacht. Wir rollen nur, gell? Ah. Okay, wir hätten also ganz kurz hier in den... Irgendwie in irgendeiner Form in den... Okay, dann mal den Schalter da zurück. Dann hätte das eventuell gepasst. Wir dürfen auf 70, ne? Genau. Also, wollte gerade sagen, hoffentlich einigermaßen zügig, zeitig. So, jetzt geht's eh nochmal bergab hier. Dann lass mal rollen hier so ein bisschen. Mehr hin zur Zeit. Nehmen wir mal so DB-Zug-Simulator-mäßig. So, sehr geehrte Gäste, nächste Halt Lietzow auf Bahnsteig 2. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet hier. Zur Weiterfahrt bitte in die bereitgestellten Fahrzeuge umsteigen. Vielen lieben Dank, diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. Sind wir schon da? Da standen irgendwie 20 oder 30 Minuten dran? Das kann ja nicht sein. Oder müssen wir jetzt den Shuttle-Verkehr nochmal zurückfahren? Das ist natürlich auch eine Option, aber nicht eine, wenn ich unbedingt glücklich wäre. Wir haben anscheinend echt nicht so viel Auswahl an Bremsen. Naja, gut. So, die Siefer haben auch noch als Bremse. Die hageln uns dann notfalls rein. Dann haben wir so ein Notfallding. So, lass mal gucken. Nee, danach, das war unser letztes. Vielleicht ist ja das Terrain immer ein bisschen schwierig, dass wir jetzt noch ungefähr 3 Jahre brauchen, bis wir da sind. Aber ansonsten wird die Folge halt leider ein wenig. Fällt ein bisschen kürzer aus. Ich finde natürlich auch schade, aber was willst du da machen? So, Signal ist auch grün. Ne, der 60-70, das sieht eigentlich noch einigermaßen normal aus. So, wir können ja gleich mal eine Runde ein bisschen langsamer, genau. So, einmal in den Doppelstockwagen rein, das wollte ich auch mal machen. Das habe ich nicht vorher schon mal im Test mal gemacht. Hier steht die Tasse. Irgendwie ist das knuffelig. Ich würde zwar so nie mit meinem Kaffee umgehen in einem Zug. Gut, wir fahren uns ja einigermaßen langsam, da geht das vielleicht noch, aber... Weißt du, auf anderen Strecken so mit 300 im ICE, das ist schon, das muss da nicht sein. Oh, apropos ICE, in der City habe ich in der nächsten Folge noch was zu erzählen, muhaha. Oh, 60 ist aber vielleicht auch irgendwie Bremsen, ne? Nee, ist alles Luxus, brauchen wir nicht.
Vorsichtig, Achtung, hier kommt ein Zug, ein Schug. So. Oh ja, genau hier gerade zum Beispiel, ne? Das würde ich jetzt aber mit dem Kaffee, du, da echt nochmal überlegen. Was ist ein schönes Teilstück hier. Wenn die Sonne aus der anderen Richtung käme, könnten wir so ein schönes Thumbnail aufnehmen. Haha. So. Ich weiß, da bin ich schlimm. So, ziemlich einiges auf der Geraden. Das heißt, wir machen unsere 70 hier rein. Ach, der mit seinem komischen Aufschalten. Na, das gefällt mir nicht. Ich würde das gerne selber machen. Ich weiß, da gab es eine manuelle Stellung von dem Dings, aber... Manual Tap Control. So, irgendwie hängt das damit zusammen. Aber mal gucken. Hätte ich mir vielleicht vorher anschauen sollen, aber... Ist ja mal eine gelungene Abwechslung hier, um ein bisschen anders zu fahren. So, wir haben nur noch ein paar Kilometerchen. Ja, gut, Verspätung ein bisschen, aber... Oh, guck mal, da war ganz altes. Das ist auch 143. Nee, sieht nicht so aus. Aber mit Loks kenne ich mich leider nicht so aus. Da gibt es dann profimäßige YouTuber, die von sowas Ahnung haben. So. Schön. So, dann haben wir unsere 60. Warte mal, hier ist 60. Oh, der bremst tatsächlich. Warum habe ich denn dann... Okay. Hätte so einfach sein können. Der bremst elektronisch selber, wenn ich die Geschwindigkeit einstelle. Ja, gut zu wissen. Uiuiui. Also die Kurven sind echt ganz schön kräftig hier, gell? Aber es ist halt auch so eine Nebenstrecke. Das ist jetzt hier nicht für den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgelegt. Absolut nicht. Das sieht man auch ein bisschen was von der Landschaft hier. Ja, ne? Hier haben wir jetzt nicht so viel mit Wasser. Das kommt aber dann, denke ich, eher so auf dem anderen Streckenabschnitt. Ja, ist viel grün. Schön. Aber alles elektrifiziert hier. Nach Ostseebad Binz ist ja auch irgendwie tatsächlich so eine klassische Intercity-Route, die ich auch des Öfteren so schon mal irgendwie irgendwo gesehen habe. Also das ist was relativ Bekanntes. Ostseebad Binz, genau. Ja, da fahren auch, glaube ich, irgendwie von hier aus, von Karlsruhe, immer in der Cities ab und an mal hin. Ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall halt Fernverkehrsanschluss, was ich tatsächlich relativ interessant finde für so ein... Es ist kein Kaff, aber halt, ne, für so eine Art von Insel. Aber es ist wahrscheinlich auch für den Touristenverkehr da relativ wichtig. So, ist das noch kurz zur Einordnung? Ah, okay, da, ne, das ist die Richtung. Das ist aber nicht da, wo es nach... Also, das ist aber nicht da, wo es nach Ding rüber geht. Nee, es ist nicht da, wo es nach Schweden... Nee, okay, das ist viel weiter links. Okay, gut. So, dann gehen wir mal auf die 40, würde ich sagen. War da jetzt keine PZB-Ankündigung? Nee, passt. Ach doch, da war eine PZB-Ankündigung. Tatsache. Oh. Und hier haben wir auch nochmal eine. Das ist natürlich jetzt hart. 40 und gelb. Das ist, So, das heißt, das nächste Signal ist rot. Ach gut, ist ja im Bahnsteigende. Gut, dann ist es eh Wumpe. So. Dann tuckeln wir mal hin mit 40 lang. Beschleunigen tue ich nicht mehr, weil wir sonst ja einen auf den Deckel kriegen von der PZB. Muss er nicht sein. Aber der lang gejuckelt, ganz einfach. Beschleunigt er auch? Nee, macht... Ach doch, Tatsache. Bei 2 drunter, aber der geht immer so akkurat mit der Leistung. Ja, gut. Soll er tun. Und hier bitte den Witz mit dem Thunfisch und dem Walfisch einfügen. Der ist super. So, sehr Fahrgäste, wir erreichen Lietzow am Bahnsteig 2. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Bitte alle aussteigen. Ja gut, die Verspätung ist halt nun mal existent. Ne? Kannst nichts machen. So, guten Tag. Oh, Kollege. Was ist mit dem Licht? Merkt ihr das? Das ist echt so ein anderes... Das ist irgendwie komplett... Das ist irgendwie grundsätzlich verschieden. Aber hey... So, wollen wir hier mal zurücknehmen, das Ding. Oh, ich bin jetzt zum nächsten Einflussbereich schon. Im nächsten Magneten. Da sollte man ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Sonst kriegen wir nochmal eine Bremsung reingesemmelt. Aber schon kurze Beinsteige, gell? Da muss man schon gucken, wo man bleibt. So ein Haar habe ich jetzt auch nicht, aber es ist ja, würde ich sagen, implizit klar durch das Ende des Bahnsteigs.
So, wir haben jetzt auch alle hinten schon drin. Na, mal auf damit. Tatsache, so. Oh, guck mal, Wasser. Ha. Cool, dann haben wir jetzt hier quasi unseren ersten Kontakt mit, wenn das Ostseebad heißt, ist er wahrscheinlich der Ostsee. Oh, ich habe immer das falsche Licht hier angehabt. Ups. Ah, ich habe mich auch gewundert, warum das so rot geleuchtet hat. Ich habe das erst auf den Sonnenuntergang geschoben, aber das war dann anscheinend, ups. Naja, gut, das ist vielleicht auch noch eine schöne Sache, ich weiß noch nicht. Müssen wir mal gucken, was wir da machen. Sind wir jetzt die ganze Zeit mit Rückleuchten gefahren. Gut gemacht, sind wir in der Folge abgeschlossen damit. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich würde aber echt mal interessieren, wie viel länger standen da jetzt dran? Das irritiert mich jetzt nämlich ein bisschen. Oh ja, ein bisschen. Oh, aber trotzdem ganz gut gemacht. Karriere, lass noch mal gucken. 30 Minuten. Wir sind jetzt bei einer 20-Minuten-Folge. Ja gut. Nächsten Mal vielleicht hier das Szenario mit der, ne? Bis zum nächsten Mal. Trotzdem wieder fürs Zuschauen. Tschüssi.